Die Luft ist so dick, dass sie zum Greifen ist. Es brodelt in den Katakomben. Die Stimmung ist bereits jetzt etwas elektrisierend. Und Himmel und Hölle waren sich nie so nahe am heutigen Abend. Es geht symbolisch um Leben oder Tod. Wir haben ein Spiel 7 im Sein oder Nichtsein. Es gibt keine Ausreden mehr, es geht um alles oder nichts. Das ist die Liga-Qualifikation 2018, Spiel 7 zwischen Kloten und Rapperswil Jonas. Damit herzlich willkommen zu diesem Spiel und Sie sehen hier bereits das Line-Up des EHC Kloten. Auffällig dabei ist, dass Tommy Santala, der Finne, nicht dabei ist. Er hat Knieprobleme, ist angeschlagen und somit nicht von der Partie. Bei Rapperswil alles beim Alten im Vergleich zum vergangenen Montag. Einzig der größte Unterschied ist, dass heute Lars Frey mit der Nummer 18 im ersten Block fix drin ist. Dafür Fabian Brehm als 13. Stürmer. Das ist der größte Unterschied. Bei Kloten nebenbei fehlt auch noch Clarence Pargay. Der ist überzählig. Matthias Beckmann dafür wieder dabei wie am vergangenen Montag, eben weil dieser Tommy Santala heute fehlt. Ja, und das kann ich schon noch einen Ausschlag geben. Nicht, dass Tommy Santala hier eine prägende Figur gewesen wäre in dieser Serie. Aber er kann natürlich in solchen Spielen mit seiner Erfahrung was beitragen. Natürlich bitter für Kloten, dass er ausgerechnet heute wegen Knieproblemen nicht mit tun kann. Hier kommen die Kloten aufs Eis. Es ist für beide Teams ganz bestimmt das letzte Spiel in dieser Saison. Für Kloten geht es darum, eine Geschichte fortzusetzen. 56 Jahre Nationalliga, National League A oder National League, wie es heute heißt. Diese Geschichte will man nicht beenden. Die meisten in Kloten wissen gar nicht einmal mehr, was die Swiss League bzw. früher National League B oder Nationalliga B war oder eben heute ist. Ohne Röterli kennt dies natürlich noch aus seiner Zeit selber, als er beim EHC Olten gespielt hatte. Aber er will verhindern, dass sein Team jetzt dorthin gehen muss. Auch wenn er nächstes Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit wieder bei den Junioren im Einsatz stehen wird. Und natürlich auch die Fans werden hier alles daran setzen, ihren Teil dazu beizutragen. Und sie hier, sie wollen nach 3 Jahren Absenz wieder zurück ins Oberhaus, wo sie zuvor rund 20 Jahre bereits ununterbrochen auch mit von der Partie waren. Die Rapperswil Jona Lakers. Auch heute wieder viele Fans von ihnen mitgereist. Und er hier ist der Bauer dieses Erfolgs, Jeff Tomlinson. Melvin Niefel, auch einer der Bausteine. Ich erwähne es immer wieder, dieses Teams hat am vergangenen Montag eine starke Reaktion nach seinem Spiel am vergangenen Samstag, was nicht nach Wunsch lief, gezeigt. Er hier zeigt auch eine starke Serie. Luca Bolzhauser, einer der konstantesten überhaupt in seinem Team. Dennis Hollenstein hat seine Form im Laufe der Spiele diese Serie auch wieder gefunden und ist zu einem entscheidenden Faktor geworden, kann es auch heute sein. Und das scheint auf jeden Fall guten Mutes zu sein. André Röterli hat ja auch vor dem Spiel bei Lars Ney gesagt, dass er seinen Jungs gesagt hat, sie sollen Freude haben, wenn sie da rausgehen in dieses Spiel. Alles andere hilft ja auch nichts, wenn man da irgendwie mit Enttäuschung bereits ins Spiel gehen würde. Aber aus neutraler Sicht wünscht man sich genau solche Spiele. Natürlich die Teams nicht zwingend, weil das ist enorm nervenaufreibend. Es ist, auch wie es erwähnt wurde, wie ein Super Bowl Final. Einfach ein Spiel, in dem es um alles oder nichts geht. Das wichtigste Spiel überhaupt der Saison. Und ja klar, es geht nicht um einen Meistertitel, aber irgendwie von der Gefühlslage her geht es hier noch um viel mehr als um eine Meisterschaft. Roman Wäger, die Kloten-Legende, hat es in Spiel 3 so treffend beschrieben. Wenn du im Finale stehst und dann irgendwie verlierst und Zweiter wirst, weißt du es, gib dem nächsten Saison wieder eine Chance. Aber hier, wenn du hier verlierst, dann weißt du, es dauert eine ganze Saison, bis du überhaupt wieder mal annähernd daran denken könntest, vielleicht wieder eine Liga höher zu kommen. Die Anspannung sei in einer Liga-Qualifikation viel höher. So nervös wie jetzt sei er in seiner ganzen Karriere als Spieler oder auch als Fan eben noch nie gewesen. Das beschreibt es doch sehr gut.
Wir freuen uns auf dieses Spiel. Ich mich auf jeden Fall ganz gewaltig zwischen dem HC Kloten. Für die, die es noch nicht gemerkt haben, Iserried, das sind die, die in Blau spielen, gegen die hier in Weiß, gegen Grappes, Iliona Lakers. Die Scheibe ist drin. Ab geht's in diese Partie. Und Lars Frey sofort mit einem Vorstoß und einem Abschluss. Der Junge hat bereits am vergangenen Montag gezeigt, was in ihm steckt. Dann auf der anderen Seite Hollenstein. Und es geht das Gerücht um, dass Lars Frey dann zu Thurgau wechseln soll auf die kommende Saison. Dann hätte Thurgau durchaus einen gelungenen Transfer tätigen können, wenn dem so sein sollte. Denn wenn Lars Frey nicht verletzt ist, ist das ein starker Wert, ein starker Stürmer in der Offensive. Aber eben in den vergangenen Jahren immer wieder verletzt gewesen. Deswegen konnte er sein Talent nicht unter Beweis stellen. Er hier schon, Dennis Hollenstein. Geller. Morin trifft hier nur den Videowürfel. Das hat er bereits am vergangenen Montag in Rapperswil zustande gebracht. Nicht, dass es Punkte gäbe, aber irgendwie fällt es auf, dass er es wieder ist. Das Stadion, so viel kann man schon vorwegnehmen. Über 7000 Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich ausverkauft. Das will sich niemand entgehen lassen. Und vor allem benötigen natürlich beide Teams die lautstarke Unterstützung ihrer Fans. Die Klotener logischerweise in Überzahl. Beide Teams werden versuchen, frühe Gegentore zu verhindern. Das kann schon entscheidend sein. Das haben wir zweimal eigentlich in dieser Serie mindestens erlebt im Spiel. Nummer 5 war es so, Spielnummer am Ende dann zumindest, wenn man so will, im Spiel Nummer 6 am Montag auch. Also hier stabil ins Spiel reinstarten. Und wenn es ein spätes Tor erst gibt oder erst Ende des ersten Drittels, dann ist eben noch alles offen. Bei einem frühen Tor kann er schon mental natürlich daran nagen. Schmuckli. Ein unerlaubter Befreiungsschlag. Dennis Hollenstein, viel kritisiert natürlich auch während der Saison und auch jetzt zum Ende der Saison hin, aber gleichzeitig auch der wichtigste Einzelspieler überhaupt, der eben eine solche Partie im Alleingang entscheiden kann. Spiel 3 war das beste Beispiel, als er in der 103. Minute mit seinem Schuss ein ganzes Spektakel ein Ende setzte. Stoh. Dani Iglesias. Etwas Platz hier für Mason. Josh Primo. Da steht keiner. Der Mitspieler nur Ramholz. Dann hat das Platz. Bonson fällt hier im Dünnsmoment hin. Und hier ein Offside, weil er nicht mehr rechtzeitig aus dem Drittel war. Ramholz scheint es hier noch irgendwie erwischt zu haben. Schauen wir noch einmal. Ah, hier kommt der Check von Primo, relativ spät. Prallt da in die Bande. Aber der Check fair. Trotzdem kein Problem. Und deswegen natürlich eben auch keine Strafe. Obrist heute als Center im Einsatz, weil eben ein Center fehlt. Mit Santala muss der Österreicher mit Schweizer Lizenz hier diesen Job in der vierten Linie übernehmen. Er, der sonst auf dem Flügel im Einsatz ist.
Hier Dominik Eckli, er war beim letzten Spiel gesperrt worden nach seinem Check gegen den Kopf im Spiel Nummer 5 von Fabian Rehm. Aber es gab da keine weiteren Sperren, deswegen kehrte er zurück. Einer, der viel Eiszeit hatte in dieser Serie. Rehm ist auch auf dem Matchblatt, aber eben vermutlich wegen diesem Check gegen den Kopf bis heute noch nicht 100% fit. Daher nur als 13er Stürmer mit dabei. Am vergangenen Montag hatte er nur 3 bis 4 Minuten Eiszeit über das ganze Spiel gesehen. Rund 10 Minuten. Dafür Lars Frey, der als 13er Stürmer im Aufgebot ursprünglich stand. Geller. Aber kein Problem hier bei diesem Abschluss für Luca Bolzhauser. Jordan Geller, derselbe ja eine Vergangenheit bei Kloten hat. In der letzten Saison auch ein Teil des Teams war. 30 Spiele absolvierte. Ein Teil auch noch bei Winterthur in der Swiss League. Ehe er dann eben zu Rapperswil wechselte auf diese Saison hin. Um über einen kleinen Umweg, wenn man so will, in die National League aufzusteigen. Ja, diese Hoffnung lebt weiter. Salin. Dann Kellenberger. Hollenstein. Schön hier versucht zurückzulegen. Gelingt aber nicht nach Wunsch von Bieber zu Kellenberger. Eckli. Dann Schlagenhauf. Knelsen kann die Scheibe abfangen. Noch einmal Knelsen. Knelsen hat seine Kritiker auch alles mit Lügen gestraft. Teilweise wurde moniert, dass eben die beiden Söldner hier nicht gut genug wären. Man hätte aus Rapperswiler Sicht vielleicht noch bessere Söldner engagieren müssen im Hinblick auf die Liga-Qualifikation. Aber im letzten Spiel Knelsen mit einem Tor und einem Assist the game oder the Matchwinner. Hat gezeigt, dass mit ihm da durchaus zu rechnen ist. Und eigentlich auch über die ganze Serie hat er das immer wieder angedeutet. Für einen Söldner eigentlich sehr starke Auftritte, die er geliefert hat. Söldner einfach da so locker durchlaufen, das ist eher kaum mehr zu finden. Dafür ist die Liga schlichtweg zu gut, die National League und auch die Swiss League ist eben längst nicht mehr nur eine Amateurliga. Das wird immer wieder mal gerne unterschätzt von manchen Personen, die die Swiss League natürlich nicht immer verfolgen können. Stoh. Dann Traxler. Dein Stock dazwischen, deswegen ein Bulli vor Melvin Niffler. Moritz Traxler. Und ich auch einer dieser erfahrenen Spieler, wie eben auch der eingeblendete Matthias Beckmann, die heute mitunter helfen sollen, den Unterschied auszumachen zugunsten von André Röthelis Team. Beckmann. Dann der nächste Ablenker, wieder ein Bulli vor Melvin Niffler, allerdings auf der anderen Seite. Eben, er hat da stark reagiert in der letzten Partie. Da wieder eine starke Abwehrquote gezeigt, kommt auch sein Gegentore-Schnitt wieder unter 2 Tore pro Spiel in diese Liga-Qualifikation. Senken aber hier Leone nahe dran mit dem ersten Tor für Klub. Schmuckli. Sattaric.
Leandro Profico. Schön zurückgespielt bei diesem Direktschuss, aber kein Problem für Luca Bolshauser, der sich hier etwas Selbstvertrauen holen kann. Ja, die Rapperswiler Fans auch auf den Sitzplätzen nehmen sie da einiges an Platz ein, wie immer eine rote Wand in eine Ecke des Stadions auch heute. Auch sonst, wenn man so und so rund schaut, überall wieder sind ein paar Rapperswiler-Fans zu sehen. Das tut auch einer ganz starken Spiele, die ja notabene vor 2 Jahren aussortiert wurden bei Kloten. Jetzt ist er der Liga-Quali-Topscorer. Etwas Platz hier auf der Seite für Brehm, zumindest kurz. Hier also auch zu seinem ersten Einsatz kommt Fabian Brehm. Morin. Aber Back passt da auf. Kellenberger. Hollenstein übernimmt. 3 gegen 2, wenn es schnell geht. Salinen. Bieber. Dann hier etwas Platz für Back. Aber suboptimal diese Scheibe anzunehmen und dann der Pass an die blaue Linie, der misslingt. Kellenberger tanzt da durch. Aber auf die andere Seite, Hügli. Und Salin, Kellenberger, dann Hollenstein. Im 1 gegen 1 gegen Iglesias. Hollenstein übernimmt die Scheibe wieder. Draxler aus spitzestem Winkel. Draxler. Moritz Draxler. Wieder ein Stock dazwischen. Sehr viele Stöcke hier dazwischen. Immer wieder Schüsse geblockt oder abgelenkt, die gar nicht erst auf das Gehäuse von Melvin Niffler dann kommen. Bader legt da zurück, sucht Obrist. Egli an der blauen Linie wäre vielleicht etwas besser gestanden und dann können die Rapperswiler die Scheibe erobern. Primo. Hat das zu viele Kloten da, um einen Pass zu spielen. Praplon überlässt Spence Abbott. Dann Praplon. Noch einmal Praplon. Setzt sich da durch. Noch einmal setzt er sich durch. Noch einmal, aber dann ist Kasut dazwischen. Profico, Kasut. Wird da aber entscheidend weggedrängt von Stob. Noch einmal Kasut. Praplon mit einem Check. Das hat am vergangenen Montag etwas gefehlt bei Kloten, das physische Element. Da war Rapperswil viel präsenter. Hat den Gegner zermürbt. Etwas, was die Klotener insbesondere in Spiel 3 und 4 eben auch wieder an den Tag legen. Was sie heute unbedingt auch wieder machen müssen. Zumindest teilweise hat das ganz offensichtlich bereits hier funktioniert. Am Ende ein wenig in den Rücken, aber kein Foul logischerweise. Salinen gegen Knersen beim Bulli. Iglesias
Dann Schmuckli. Lars frei. Florian Schmuckli. Mason, dann der Schmuckli. Der Passversuch auf Adrian Wettli gelingt nicht. Mason auf die andere Seite. Ramholz nur bis Mason. Schön vor Tor gespielt hier zu Hügli. Außerdrehung heraus und dann noch einmal eine Chance. 4. Mosimann auf Bolzhause ist mit einem Schoner da. Nächster Abschluss von der blauen Linie. Nico Gurtner. Also auch die Rappersiele mit einer ersten großen Chance. Dann ein unerlaubter Befreiungsschlag der Kloten. Und wir haben die Zeit, hier das Ganze noch einmal anzusehen. Hügli Außerdrehung. Dann kommt hier Mosimann, da mit den Beinen, irgendwie wäre es eine Kickbewegung gewesen, das können wir gleich kontrollieren. Nein, sieht nicht so aus, ganz, ganz wichtig hier, wie Bolzhauser die Lücke schließt. Wieder hier die Rapperswiler, die sich versuchen, in Abschlussposition zu bringen. Die Klotner natürlich wollen jetzt vor allem eines wechseln. Profico setzt sich da durch. Leandro Profico. Schmuckli. Versucht es hier von der blauen Linie, aber kein Problem dann für Luca Bolzhauser. Florian Schmuckli mit seinem Abschluss. Er, der bisher eine Torvorlage in diese Liga-Qualifikation beisteuern konnte. Oben sehen wir die Schussstatistik eingeblendet. Noch 8:1 zugunsten der Rapperswil-Unioner Lakers. Das erinnert ein bisschen an den vergangenen Montag. Trotzdem, die Klotner bereits mit einer guten Chance. Und das ist dann auch bisher der einzige Schuss, der wirklich Richtung Gehäuse von Niffler kam. Aber hier die Rapperswil mit dem nächsten Abschluss. Noch einmal und das ist das 1:0. Ja! Ich will mich ja nicht selber rühmen, aber ich habe gesagt, der Mann hat Talent und vor allem hat er einen Torriecher. Das hat er immer wieder auf allen Stufen bisher bewiesen. Und auch hier jetzt, Lars Frei weiß genau, die Scheibe noch einmal zu liegen kommt. Kommt hier. Packt davon, das war es. Ich versucht, Lars Frei hier irgendwie vom Leibe zu halten, ihn daran zu hindern, die Scheibe ins Tor zu bringen. Das Ganze wird noch einmal angeschaut, aber aus meiner Sicht eigentlich alles korrekt. Also, Video Review. Es wäre in seinem zweiten Einsatz Liga-Qualifikation zugleich sein erstes Tor für Lars Frei. Die beiden Schiedsrichter Stricker rechts und Werli diskutieren die Szene oder sagen auch, was sie gerne sehen möchten, was aus ihrer Sicht hier heikel war. Sie haben es bereits gesehen offensichtlich und es wird bestätigt, Torschütze mit der Nummer 18, Lars Frei. Es hat auch nirgendwo eine Widrigkeit, eine Regelwidrigkeit, auch keine Torhüterbehinderung.
Von daher alles in Ordnung. Also anhand der Torschüsse, die wir eingeblendet hatten, auch anhand daran, dass die Rapperswiler gerade eine kleine Druckphase hatten, geht diese Führung in Ordnung. 12. Minute also. Rapperswil mit dem 1:0. Kloten muss unbedingt wieder das Spiel aus den Partien 3, 4 und 5 finden. Das muss hier der Referent sein. Mehr Schlittschuh laufen, physisch den Körper einsetzen. Und auch beim Gegner eben dann auch präsent sein. Klar, Lars Frey hat sich da gut durchgeschlichen gegen René Back. Und zwar versuchte, ihn da irgendwie daran zu hindern, einen Abschluss zu kreieren. Und trotzdem gelang es ihm am Ende eben nicht. Hügli. Hügli legt er zurück. Primo. Vor dem Tor wäre da beinahe Lindemann zu einer Chance gekommen. Harlacher. Der nominell 7. Verteidiger bei Kloten. Steve Kellenberger. Zurückgelegt hier auf Obrist, aber nur ein Schlittschuh gefunden. Wieder einmal ein geblockter Schuss. Auch hier sind die Rapperswiler Spitzenklasse. Profico. Eine schöne Verlagerung, Abschluss Schmuckli. Dann vor dem Tor beinahe Nesta noch zu einem Nachschuss käme. Ja, die Kloten müssen sich jetzt schnell hier sammeln. Selber wieder mehr Puckbesitz halten können. Saubere Pässe spielen. Die scheinen irgendwie länger nervös zu sein in dieser Partie als Rapperswil, die ihre Nervosität abgelegt haben. Meier! So hat er auch schon Tore geschossen. Eines auch in der Liga-Qualifikation. Allerdings war das dann auf der anderen Seite. Im Drittel Nummer 2 am vergangenen Samstag. Gassut. Noch einmal Gassut. Gut hier vom Back, aber wo geht die Scheibe hin, zu wem? Noch einmal René Back, Salinen. Dann Hollenstein. Keine Kontrolle über die Scheibe. Praplon. Hollenstein zu Praplon. Zumindest ein Versuch. Aber Lars Frey auch in der Defensive. Passt er auf. Hollenstein. Hier, Lars Frey. Nelson. Legt er zurück zu Schmuckli. Dann Mori mit einem Crosscheck, da muss er aufpassen. Das wäre eine Strafe gewesen. Ich habe nicht gesehen, was Beckmann davor gemacht hat, aber das habe ich gesehen, wie Schiedsrichter eigentlich auch. Das war unnötig von Jeremy Mori. Er ist ein kleiner Hitzkopf, deswegen muss er sich da etwas im Zaume halten. Traxler, aber sofort steht da ein Rapperswiler. In der Quere um diesen Abschluss von Harlacher dann kein Problem für Melvin Niffler. Schauen wir noch einmal hin. Ja, das war natürlich auch ein Crosscheck von Beckmann. Hier den Stock ins Gesicht gehalten und dann kommt hier der Stoß. Wenn man so will, das Ganze aufgehoben, deswegen kein Pfiff. Aber schon das erste von Beckmann, da war der Stock etwas gar hoch. Auch wenn Jay Morin sich da etwas einfach fallen ließ, wäre das bereits strafwürdig gewesen. Aber Stricker und Werli haben bereits gezeigt, dass sie grundsätzlich eh einmal ein Auge zudrücken, ehe sie dann auf Strafe entscheiden. Für den Spielfluss nicht unbedingt schlecht. Adrian Wettli. Wettli, Pfostenschuss! Ganz
letzte Chance für den Herzekloten und für Adrian Wettli. Der Mann, der am vergangenen Samstag 20 Jahre alt wurde. Also, die Klotner mit einem Lebenszeichen. Und für sich selber natürlich auch etwas Vertrauen, dass sie sich hier daraus tanken können. Aus dieser Chance. Strafe angezeigt gegen Rapperswil. Und zwar wegen einem Haken. Hätte ich jetzt einmal getippt. Nein, halt. Hier noch einmal die Top-Chance von Wettli. Zuerst der Block eigentlich in die Schlittschuhe. Deswegen war da Sattaric verwirrt. Wettli sah die Scheibe noch einmal, schließt ab, aber trifft dann nur den Pfosten. Also Strafe wegen Halten hier. Das war sehr kurz. Da bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Vorher bei diesen Clutch-Checks wird nichts gepfiffen, da wird dann gepfiffen. Da fehlt mir da ein bisschen so die ganz genaue Linie. Praplo. Iglesias kann da befreien. Rappo spielt nur tief, aber da steht keiner. Geier befreit. In seinem letzten Spiel im Übrigen seine Karriere. Außer macht noch einmal einen Rückzieher vom Rückzieher. Den hat er schon einmal gemacht 2015, als er seine Karriere beenden wollte. Hier Siri Geier, große Milde. Sich danach nach dem Abstieg aber entschied weiterzumachen. Eben, dass es auch nicht so aussah, als ob er hier einfach das sinkende Schiff verlassen würde. Und jetzt hat er wieder angekündigt, zurückzutreten. Definitiv. Was auch verständlich ist, natürlich möchte er sich das Ganze mit dem Aufstieg versüßen. Es wäre natürlich ein wunderbarer, ja auch schon fast kitschiger Abschluss seiner Karriere. Spencer Abbott. Abbott zu Back. Jetzt steht das Powerplay. Matthias Beckmann mit dem Abschlussversuch. Dann Abbott und Zatarić. Matthias Beckmann. Schlagenauf war da bereits im Drittel drin, als Abbott noch eine Kurve nahm. Deswegen kam da der Pfiff. André Röteli tigert ein bisschen auf der Bank hin und her. Natürlich kann er nicht ganz zufrieden sein, bis er mit seinem Team in den letzten Minuten her kann er schon wieder etwas zufriedener sein, aber natürlich läuft das noch nicht ganz nach Wunsch. Die letzten Sekunden des Powerplays bleiben. Holstein setzt sich da an der Bande durch. Das tut. Kam befreien auf die Spielerbank. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Und Pulli natürlich vor Melvin Nifala. Gorsin Kasut, ich habe es erwähnt, der Liga-Quali-Topscorer. Der Mann hat im Moment 6 Punkte auf dem Konto, 6 Spielen, 3 Tore, 3 Assists. Also sehr stark, was er bisher hier gezeigt hat. Gorsin Kasut. Abschluss vielleicht, bevor Mosiman zurückkommt. Beckmann suchte irgendwo einen Stock. Das war's dann. Mosiman ist jetzt zurück. Die letzten beiden Minuten des ersten Drittels laufen. Mosiman sogleich im Scheibenbesitz. Noch einmal Mosiman. Traxler, dann Ramholt. Morin
Gassut, Morin. Natürlich nicht Gassut, das ist Meier natürlich da vorne. Jane Morin. Lars Frey hilft hier die Scheibe zurückzuholen. Noch einmal Lars Frey. John Knelsen, Jane Morin legt da schön rüber. Schmuckli. Noch eine Drehung, das war etwas zu viel dann am Ende. Aber sah auch, dass der Schussweg da geschlossen war. Iglesias wirbelt hier. Bolzhauser an dieser Scheibe dran. Dann Egli. Versucht da durchzukommen. Keine Strafe, nahe am Beinstellen. Kellenberger versucht es alleine. Hat auch keine echte Anspielalternative gehabt. Hollenstein. Kellenberger. Dann Primo und dann sind die letzten Sekunden des ersten Drittels durch. Rapperswil führt mit 1:0 hier in Kloten. Also für den Aufstiegsaspiranten ging das Ganze natürlich in dem Sinne viel besser los. Es ist auch verdient, diese Führung anhand der Chancen. Kloten zu Beginn kurz da, aber da beide Teams noch ein bisschen nervös. Nachher Rapperswil plötzlich immer wie mir ins Fliegen gekommen und hier, ja, das wäre ein Beinstellen gewesen, da geht der Stock zum Schlittschuh hin. Und danach aber ließen die Klotner die Rapperswiler gewähren, wie sie eben zu ihrem 1:0, dann die Strafe gegen Rapperswil, da kommt die Klotner das Durchschnaufen, aber Gelstedt und Röteli, da gibt es durchaus Gesprächsbedarf, die sind alles andere als zufrieden mit ihrem Team. Also Steigung nötig bei Kloten Rapperswil. Aus ihrer Sicht kann so weitermachen bis anhin. Ich mache mal eine kurze Pause, Sieg vielleicht auch. Wir hören uns rechtzeitig aufs zweite Drittel wieder. Bis gleich. Sobald Rapperswil ein bisschen Aufwind bekommt, ist es wie bei einem Adler, der fliegt. Das war eine Aussage von André Röteli noch vor dem Spiel 6, also vor dem letzten Spiel. Und das hat man heute auch wieder gesehen, als Rapperswil ein bisschen Aufwind bekam. Da flogen sie richtig gehend. Und dieses Trikot ist zwar schon uralt und nicht mehr so ganz Rapperswil-like, weil dieses Blau gefällt nicht mal allen und erinnert an die etwas eben düstereren Zeiten vor dem Abstieg. Aber es spielt keine Rolle, auch er ist natürlich ein Fan der Rapperswil-Luna Lakers und das ist das, was am Ende dann aus Rapperswiler Sicht natürlich zählt. Und Röteli ist ein ruhiger und besonnener Coach, nur deswegen habe Kloten überhaupt noch die Chance, den Ligaerhalt hier zu schaffen. Das meinte vorher gerade Ueli Schwarz bei uns im Studio. Und mal schauen, ob diese ruhige, besonnene Art auch hilft, hier in diesem Spiel wieder zurückzukommen. Statistisch gesehen gibt es ja durchaus noch die ein oder andere Hoffnung, denn seit dem es eben Playoffs gibt und somit auf 7 Spielen natürlich die Playoffs gespielt werden, gab es 44 Mal Spiele, die ein 7. Spiel gingen, 35 Mal gewann das Heimteam, also das kann ihm hier ein bisschen Hoffnung machen. Weniger Hoffnung machen kann ihm, das hat mein welscher Kollege vorher gerade eben so gesehen, dass die Rapperswil in jedem Spiel, das sie gewannen in dieser Serie hier, immer mit 1:0 in Führung gingen, somit auch heute was ein gutes Omen wäre. Und außerdem gab es bisher insgesamt 4 Bells, also 4-mal ein 7. Spiel in der Liga-Qualifikation. 2-mal gewann das Heimteam, 2-mal das Gastteam ausgeglichen und auch 2-mal der oberklassige Biel 09 und 10 mit Kevin Schläpfer als Coach, notabene. Und 2-mal der unterklassige mit Lausanne 01 zu Basel 05. Soweit sind wir
aber weder noch. Aber es zeigt einfach, wie ausgeglichen eben die Bell in einem siebten Spiel der Liga-Qualifikation ist. Aber hier mal eine erste, einigermaßen Chance der Kloten gleich zu Beginn des zweiten Drittels. Hier sehen wir das noch einmal. Die Scheibe irgendwie vors Tor bringen an Draxler, der hier in Torhüter Niffeler hineinfährt. Aber er wird auch von Ness bearbeitet, als ob das dann eine Torhüterbehinderung gewesen wäre. Ich lasse das mal so offen, aber es kommt hier gar nicht erst zur Diskussion, weil auch kein Tor gefallen ist. Tim Ramholz, der Mann, der eben auch viel Erfahrung mitbringt und die eben hier auch in die Waagschale werfen soll im heutigen Spiel. Einmal mehr. Er kann ein Ruhepol sein, in der Offensive kann eigentlich auch was beitragen, allerdings ist in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so oft der Fall. Natürlich auch wegen Verletzungen immer wieder zurückgebunden worden. Bader. Hügli, Primo, Außerdrehung heraus. Da war Harlach etwas zu weit weg von seinem Gegner. Aber Bolzhauser war da zur Stelle. Primo. Dann Harlacher. Geier übernimmt an der blauen Linie. Gut abgelenkt. Bolzhauser weiß einen Moment nicht, wo die Scheibe zu liegen kommt. Rönnebach. Dann Rizzello. Fehlpass. Bieber, vielleicht mit der Chance jetzt. Bieber, das ist so einfach. Also für Niffler zumindest. Und beim Abpraller stand auch kein Klote mehr. Trotzdem noch einmal eine Abschlussmöglichkeit. Kellenberger. Dann Rizzello auf der anderen Seite für Rapperswil. Ness. Profico. Kasut. Legt er zurück. Schmuckli. Wo ist da die Lücke? Kasut. Dann noch einmal Schmuckli. Legt er zurück. Kellenberger Strafe gegen Profico wegen einem Beinstellen. Kommt da zu spät. Sehen wir hier, das geht auch völlig in Ordnung. Aber eben, das haben wir schon einmal im ersten Drittel gesehen, da gab es keine Strafe. Jetzt in diesem Fall allerdings schon. Primo, hier mit seinem guten Abschluss, Bolzhauser verschiebt sich aber auch optimal. Dann Bieber mit seinem Abschluss, den Melvin Niffler nicht hier aus dem Konzept bringen kann. Leone, das erste Powerplay nicht unbedingt wahnsinnig gut gewesen. Etwa zwei Schüsse gab es da zu verzeichnen. Kellenberger. Dann Spencer Abbott. Beckmann. Und dann ist der Niffler ganz sicher mit seiner Fanghandschuh. Kein Problem. Im ersten Drittel 16 zu 4 Schüsse zugunsten der Rapperswiler. Da waren Schlagenhauf und Co. eben zu wenig konsequent, teilweise vor dem Tor. Hier sucht man den Ablenker, aber Schlagenhauf kommt da gar nicht erst an die Scheibe. Deswegen hat Niffler keine großen Mühe. Und
Lukas Stob, auch einer der erfahreneren Verteidiger, der dann auf kommende Saison zu Davos wechseln wird. Mal schauen, ob er mit einem guten Gefühl Kloten verlassen kann oder nicht. Bieber, Salinen. Dann Egli, der hier neben die Scheibe haut, aus guter Abschlussposition. Bieber muss aus Eigenzone wieder einen neuen Aufbau wagen. Hollenstein tanzt da durch, dann Egli. Egli sucht hier irgendwo einen Stock eines Mitspielers. Und die Rapperswiler, die sich hier gegenseitig in der Quere stehen. Praplan. Praplan. Egli, Praplan. Noch einmal Praplan. Am spitzesten Winkel, Hollenstein. Weist alles zu, Egli. Egli, Bieber. War gar nicht so schlecht, dieser Abschluss, aber Niefeler zur Stelle läuft auch heute zur Höchstform auf. Hier sehen wir noch einmal diese Abwehr. Klar, das sind Schüsse direkt aufs Tor, wenn da noch ein Gegner so vor der eigenen Übersicht durchläuft, hilft das auch nicht. Das kann schon mal verwirren. Deswegen ist es natürlich dann enorm stark, wenn man die Scheibe da also locker einfach abwehren kann. Beckmann haut da mal drauf. Das nächste Save, der nächste Save von Niffler. Das nächste Bulli vor seinem Tor. Hier der Direktschuss. Aber für ihn auch hier kein Problem. Beckmann. Dann Stob. Beckmann. Abbott. Spencer Abbott. Leone ums Tor herum. Haben wir auch gut verteidigt hier, der Rapperswiler. Der nächste Abschlussversuch. Vier schlagen auch vor dem Tor gestanden. Ebenso abgelenkt. Profiko zurück auf dem Eis. Somit beide Teams wieder vollzählig. Schöner Pass hier in die Mitte. Etwas Platz hier für Hügli. Er bringt die Scheibe aber nicht am Bolzhauser vorbei. Ganz, ganz wichtiger Save von Bolzhauser gegen einen enorm technisch versierten Stürmer wie Hügli, der sich hier ärgert, dass er das Tor hier nicht erzielen kann. Perfekter Pass in die Tiefe, da geht er komplett vergessen von der Klotner Hintermannschaft. Dann versucht er hier die Scheibe über den Fanghandschuh von Bolzhauser zu heben. Das funktioniert dann aber nicht. Hügli, der bei 5 Torvorlagen im Moment stehen bleibt in dieser Liga-Qualifikation. Sein letztes Tor war noch in den Playoffs der Swiss League gefallen. Hier noch einmal die Chance, sucht hier die Lücke, findet sie aber nicht. Natürlich wieder auch ein bisschen bedrängt hier von Stob, von hinten her. Das kann irritieren. Aber er, das einer, der sonst auch mal noch eine Zusatzbewegung macht, also versucht, den Torhüter zu täuschen, versucht hier mit einem direkten Abschluss. Das gelingt dann nicht, um ein Tor erzielen zu können. Jeff Tomlinson stellt da die Taktiktafel beiseite, aber offensichtlich war er da noch nicht und ist nicht mit allem ganz zufrieden. René Back. Meier. Scheibe hoch hinaus. Und ab hier
in die Ecke. Ja, der Pöck hat den Pöck. Das ist der ehemalige Verteidiger, natürlich Thomas Pöck, der Österreicher. Aber den Puck hat er hier, der Fan, geholt. Ein Klotner Puck für den Thomas Pöck-Fan. Vielleicht verwirrend dieses Namensspiel, aber irgendwie ganz schön passend. Hier das nächste Beinstellen. Zumindest so sah es aus, aber keine Strafe angezeigt. Ness. Noch einmal Ness, der hier die Scheibe sich zurückerobert. Dann Profico. Kein Durchkommen. Leandro Profico. Und Bolzhauser, der hier kein Risiko eingehen will. Es ist weiterhin nicht allzu viel zu sehen vom Kloten. Im Powerplay gab es einen kleinen Aufwärtstrend. Sie sind etwas präsenter, etwas näher beim Gegner. Also die ganz großen Chancen, die ganz großen Möglichkeiten überhaupt zu Chancen zu kommen, die fehlen im Moment. Man sieht es auch gerade hier, dass die Rappers wieder da insgesamt sicher etwas zufriedener sind, die Fans logischerweise, als ihre Gegenüber, die Klotener. Kaplow verhindert hier ein Icing. Guter Einsatz von ihm. Aber Zramholz. Geier. Josh Primo. Ja, bei ihm habe ich auch vor der Serie nicht so recht gewusst, ob er das Tempo da wirklich mitgehen kann. Nicht, dass er nicht schnell sein könnte, aber er gilt nicht unbedingt ja, für die Grantechnik oder so ähnlich. Aber bisher hat er da kein Problem, dagegen zu halten. Der stämmige, physische Josh Primo. Vielleicht auch, weil Kloten auch nicht ein ganz hohes Tempo anschlägt. Das ist gut möglich. Aber auch wenn die mal etwas schneller werden, hat das nicht den Anschein, dass er da Probleme hat. Geier. Ein schöner Pass hier, zumindest ein Versuch auf Mosimann. Sattaric. Bolzhaus am Ende, der die Scheibe hier kontrolliert. Lars Frey weiterhin aktiv, hier Robin Farkas, der Assistenzcoach, der mal kurz auf die Schulter klopft, hier Kiri Geier, der Verteidiger. Ja, und die Stimmung ganz allgemein von beiden Seiten hier sehr gut. René Back. Salinen. Lars Frey, Frey! Nimmt sich da die Freiheiten mal so. Geller, Winkasultan, viel Platz hier in der Mitte, aber Eckli macht alles richtig. Da wäre der Pass in die Mitte. Bei zwei Rapperswilen gelandet, aber sowas von sicher, die einfach schneller waren, als ihre Gegner aus dem Rücken heraus starteten. Und Eckli hat gut lachen, er hat hier gerade garantiert Schlimmeres verhindert. Der junge Verteidiger, der viel Eiszeit immer wieder hält. Noch keine 20 Jahre alt, 19 Jahre alt, aber von Spielweise her
abgeklärt als mancher Routinier bei Kloten. So zumindest scheint es teilweise. Hinten etwas verhindert, vorne aber nicht viel kreiert bisher. Thierry Barde, er war der entscheidende Torschütze am vergangenen Samstag, kann heute auch wieder etwas Entscheidendes beitragen. Heute bisher noch nicht groß aufgefallen, Thierry Barde. Aber irgendwann muss mal ein Kloten auffallen, um irgendwie zumindest eine Chance kreieren zu können. Klar, die Rapperswiler spielen das bisher auch sehr clever, defensiv, sehr abgeklärt und stark. Aber es ist auch wenig Initialzündung bei den Klotenen vorhanden. Beckmann, dann Obrist, Rappner. Scheibe irgendwo. Marcel Braflon, gerade gesehen, im vergangenen Spiel mit seinem ersten Tor in dieser Liga-Qualifikation. Manche meinen bereits, sein Knoten könnte gelöst sein. Er hat hier einzelne Ansätze gute gezeigt, aber eben gleichwohl noch kein wirklich gefährliche Torchance. Pullstatistik 26:13 zugunsten der Klotener. Immerhin da brillieren sie. Das haben sie in dieser Serie auch schon gemacht, allerdings nicht konstant. Auch das war in der letzten Zeit weniger. Aber daraus müssen sie jetzt auch Profit schlagen können. Vielleicht jetzt Bosson. Schmuckli bringt die Scheibe da nicht weiter. Traxler. Mal wieder gut, wie hier die Rapperswiler alles vor dem eigenen Tor schließen. Da ist es nicht so einfach, rein durchzukommen. Hardercheck, von Hollenstein. Gegen Schmucki, Morin. Auch das war ein scharfer Schuss. Allerdings neben das Tor. Kellenberger. Versucht es alleine, kommt da nicht durch. Sataric verteidigt. Biber, Hollenstein. Dann fällt hier Hollenstein ohne gegnerische Einwirkung aufs Eis. Und verliert hier die Scheibe. Salin mit etwas Platz, Salin und Niffler, da die Scheibe hier sichert und dann kommt Leon etwas gar nahe zu Niffler und wir haben etwas Emotionen nach Spielhälfte. Sofort gibt es Diskussionsbedarf, hier noch einmal die Chance durch Salin, zieht da durch Backhand, kurz die Scheibe fallen gelassen von Niffler. Und dann kommen die Kloten, insbesondere Leone, Melvin Niffler etwas zu nahe. Das gefällt Geier nicht, logischerweise. Hier sehen wir den Stock ganz kurz dann noch in Maskennähe von Niffler. Profico. Die angegangen, alles korrekt. Egli. Egli hinten da ums Tor rum, aber eben, man kommt die Scheibe vor. So, jetzt vielleicht Obrist, Ablenker, aber Niffler, der die Scheibe kontrollieren kann. Immerhin Bader da vor dem Tor, der für Unruhe sorgen kommt, ein bisschen zumindest. Abschluss
Bader, der dann da nicht mehr nachsetzen kann. Auch deshalb nicht, weil Niefeler eben die Scheibe bereits kontrolliert hat. Hier 2 gegen 1. Brablo läuft rechts mit, schlagen auf, versucht es alleine. Nein, Brablo, und dann ist Niefeler zur Stelle. Brablo mit einem Schuss Richtung Tor. Jetzt ein Foul gegen Kloten angezeigt, möglicherweise. Weil er viel zu schnell kam, ganz genau, Team Ramholt, Behinderung. Hier noch einmal die Top-Chance von Brablo und auch super verschoben natürlich von Niefeler. Müsste die Scheibe nicht noch heben können, Brablo, dann wäre es dann so richtig gefährlich. Und jetzt nehmen die Klotner sich selber den Wind aus dem Segel mit ihrer ersten Strafe in der 33. Minute. Das Powerplay. Der Rapperswil ist gut. Diese Liga-Qualifikation. Beinahe 24% und somit beinahe jedes vierte Powerplay, dass die St. Galler hier zu ihren Gunsten ausnutzen können. Also heikle Situation für die Kloten jetzt überstehen. Klotner können wir freien. Bieber sucht hier Salinen. Er versucht hier gleich weiter Vorchecking zu betreiben, um die Rapperswiler hier etwas zu irritieren. Kein Durchkommen da. Auch wieder gefährlich nah an einem Bein stellen, meiner Meinung nach. Und auf den ersten Blick war das auch eines. Nelson. Tanz dadurch, schön in die Mitte gespielt. Aber da sind Beine dazwischen. Strafe angezeigt gegen die Rapperswil Juna Lekes. Jetzt Bolzhaus hat es sogleich gesehen oder anbemerkt. Hügli muss auf die Strafbank. Wegen einem hohen Stock. Schauen wir hier ins Gesicht von Beckmann. Keine Absicht, aber das war tatsächlich ein hoher Stock. Aber eben, davor hatten wir auch einen Beinstellen. Irgendwie hier, ganz klar. Ich meine, da gibt es nichts zu diskutieren. Deswegen, ich bleibe dabei. Es fehlt mir hier die klare Linie. Und jetzt natürlich schon 5 gegen 3, 4 gegen 4. Vor allem für jemand ärgerlich, nämlich für die Rapperswiler logischerweise. Also, es geht weiter. 4 gegen 4. Die nächsten Sekunden, die nächsten gut 40 Sekunden. Kellenberger. Und danach haben die Kloten die Möglichkeit, eben in Überzahl wieder etwas mehr Aufwind zu kriegen. Hollenstein, schon bei 4 gegen 4 versucht er hier etwas Gescheites zu kreieren. Hollenstein immer noch, aber wohin des Weges mit der Scheibe? Hier eine Anspielstation gefunden. Beckmann, dann Egli. Hollensteiner sich hier maßlos ärgert. Weshalb, verstehe ich mir nicht ganz genau. Zwei Sekunden noch, 4 gegen 4, dann kommt Ramholt zurück, dann gibt es 1 Minute 04 Powerplay. 5 gegen 4 für Klug. Das ist genau jetzt.
Spencer Abbott. Überlässt hier Brampton. Lässt er durch. Abbott zu Bieber. Brampton. Abbott, Brampton. Brampton versucht es alleine. Sie versuchen ja ein bisschen die Box auseinanderzureißen. Rapperswiler, die bleibt im Moment aber ziemlich konstant. Abbott zu Beckmann. Noch einmal Abbott. Beckmann. Immer noch Beckmann und dann am Ende Melvin Hiefler, der hier die Scheibe festhalten kann. Wir sehen jetzt noch einmal gut und recht diese Schussposition, aber irgendwie muss ein Klotner da hingehen. Entweder um Hiefler die Sicht zu verdecken oder um eben die Scheibe noch entscheidend ablenken zu können. Mason wird da weggeschickt. Schmuckli. Iglesias versucht er zu befreien, das schafft er auch. Und Hübli ist zurück von der Strafbank. Keine nennenswert gefährliche Chance konnten sich die Klotener in diesem kurzen Powerplay kreieren. Schlagenhauf überlässt Hollenstein. Hollenstein um die eigene Achse, verliert hier den Stock. Weil das unglücklich war, klar war da noch ein Gegner dazwischen, aber das war kein Foul. Bonson. Bonson, dann Traxler. Bonson! Schöner Doppelpassversuch. Stob. Richtung Profico. Leandro Profico. Dann Leone. Bader. Nifala. Leone. Noch einmal Leone. Aber keiner hier in der Mitte vor dem Tor. Noch ein Problem. Zwar können sich die Klotner die Scheibe immer wieder erobern, aber es laufen hier nur der Bande entlang und nie Richtung Tor. Oder sonst steht da keiner. Auf. Hier noch einmal die Chance. Da Hollenstein mit einem Spinorama-Versuch. Ein Stock dazwischen, da spickt es ihm den Stock weg. Dann Traxler, Bonson, alles gut gemacht. Bonson löst sich da auch gut von Meyer im Rücken. Aber die Scheibe springt ihm da vom Stock weg. Aber eben zu hoch, nicht optimal. Passiert hier Kellenberg in Effenfeld und Stock von Primo ins Gesicht. Hollenstein, links läuft Kellenberger mit. Hollenstein, das ist dann etwas zu kompliziert, aber noch die Chance weit übers Tor durch Tommy Salinen.
Die Rampus wieder da gut dann in der Rückwärtsbewegung am Ende, aber da war kurz 2 gegen 1. Ich glaube, Schmucki wird da noch angestoßen von seinem Teamkollegen im Hintergrund, damit er sich hier in den Pass reinwerfen kann. Und das war mitentscheidend. Es sah auf jeden Fall danach aus. Schmerzen bei Steve Kellenberger nach dem Rencontre mit Josh Primo. Der Befreiungsschlag, Leandro Profico hier kurz groß im Bild. Etwas Spaß muss sein auf Klotener Seite, auch wenn es im Moment hier nicht so zu lachen sein dürfte. Hier etwas Platz, Schlagenhauf, wird gleich wieder abgedrängt von Meyer in die Mitte und dann schließt hier Nifola die Ecke nach dem Versuch von Praplon. Stopp, Abschlussversuch. Ramold. Bonson berührt noch die Scheibe, deswegen kein Icing. Richtung Tor und dann ein Ablenker, allerdings eines Kloteners, deswegen geht es ab in die neutrale Zone, 7 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Hier noch einmal die Chance, Schlagenhauf macht eigentlich alles richtig, legt er zurück, da macht eigentlich auch Schlagenhauf beinahe alles richtig, beziehungsweise Praplo logischerweise. Wunderbar gemacht, rübergezogen, Backhand. Er kann die Scheibe aber nicht heben und dann im Spagat kann Niefeler diesen flachen Abschluss abwehren. Und das war's dann vom zweiten Drittel ohne Tor. Aber immer noch der knappen Führung für Rapperswil. Kloten etwas mehr aufgekommen. Aber ja, die ganz großen Chancen, von denen mangelt es noch immer. Sie müssen natürlich da weitermachen, was sie jetzt aufgehört haben. Tempo, Druck aufs Tor, dann kriegen sie die Chance zum Ausgleich wieder oder noch. Und auf der anderen Seite die Rapperswiler vielleicht wieder etwas aktiver werden. Sie waren jetzt zuletzt etwas passiv, aber defensiv war das eben auch einwandfrei. Das Ganze bleibt auf Messerschneide. 17 zu 22 Schüsse Richtung Tor. 4 zu 18 Schüsse geblockt. Sie sehen es hier. Und 1 zu 0 Tore für Rapperswil. Es bleibt spannend. Also, auch wenn Sie jetzt müde sein sollten, ins Bett gehen. Keine Option. Wir hören uns nach der Pause. Bis gleich. Er ist bisher der einzige Torschütze. Lars Frey. Seit der 12. Minute führen die Rapperswiler dank seinem Tor mit 1-0. Und er, der voraussichtlich auf kommende Saison zum HC Thurgau wechseln wird, so zumindest sickerte das heute oder gestern durch. Und ja, ich wiederhole mich, ich weiß, aber da hat Thurgau, wenn es so sein sollte, einen sehr guten Transfer getätigt. Ich bin wirklich überzeugt von diesem Spieler, auch wenn ich ihn jetzt vielleicht im meinem Leben bisher 2 oder 3 Mal gesehen habe, eingeschlossen diese beiden Spiele hier. Aber wenn der mal nicht verletzt ist, wenn der verletzungsfrei bleibt, dann ist das für die Swiss League zumindest ein absoluter Schweizer Topspieler. Er kann das sein. Klar, er spielt heute auch neben Söldner, aber auch sonst hat er gezeigt, dass er mit Tempo und Physis eben spielen kann und auch einen Torriecher hat. Apropos Torriecher, den müssen die Kloten unbedingt auch noch unter Beweis stellen. Er hat das auch schon gemacht, hier Steve Kellenberger. Aber heute insgesamt noch zu wenig gefährlich. Es ist zu viel
auf den Außenbahnen rum, der Bande entlang, zu wenig vor dem Tor. Man muss da besser reinkommen. Die Rapperswiler vielleicht auch auseinanderziehen können in ihrer Defensive. Aber eben dann vor allem auch Ablenker suchen, weil Direktschüsse, da ist Melvin Niffler. Und auch wenn sie ein Déjà-vu jetzt haben, da ist er wirklich kaum zu bezwingen oder nur sehr selten. Wenn er schon selten zu bezwingen ist, dann müssten sonst noch viel, viel mehr Schüsse natürlich auf das Gehäuse vom Rapperswiler Schlussmann kommen. Wir sind im dritten Drittel. Ist es das letzte Drittel nach 56 Jahren in der National League für Kloten? Oder müssen die Rapperswiler ein weiteres Jahr in der Swiss League verharren, ehe sie dann den nächsten Anlauf Richtung Oberhaus starten können? In gut 19 Minuten, Spielminuten natürlich, wissen wir mehr. Und klar ist auch, dass Kloten im Moment gefordert ist. Rapperswil kann versuchen, über ihr schnelles Umschaltspiel hier für Nadelstiche zu sorgen. Profiko. Schlagenau. Sattaric. Dann Prampon für Klo. Vors Tor gelegt und dann Melvin Flamende wieder mit einem Save. Melvin Niffler hier einer, der alles daran setzt, eben dieses eine Tor zu verhindern, das Gegner zudem diesen Sieg auch festzuhalten. Das nächste Bulli hier vor Melvin Niffler. Dann ein Pfiff, da wird der Rapperswiler noch einmal weggeschickt. Das gibt es noch für Statistiken, um so ein bisschen irgendwie zu erahnen, wie das heute ausgehen könnte. Nicht zu vergessen, die letzten beiden Aufsteiger, 13 und 15, Lausanne und Langnau, haben im Finale gegen den EHC Olten gewonnen, die Meisterschaft gefeiert. Und heuer ist es auch Rapperswil gelungen, gegen Olten die Meisterschaft zu gewinnen. Ein gutes Omen also, dass Olten zum dritten Mal in Serie jemanden in Richtung National League schickt. Es gibt auch andere Parallelen. Vor drei Jahren Rapperswil, ähnlich der Solat, wie heute Kloten. Aber noch nicht ganz durch natürlich. Rapperswil da eben vor allem organisatorisch ziemlich desolat. Da muss ja alles neu aufgestellt werden. Bei Kloten ist etwas Ähnliches. Damals an Langnau, das selber in der Swiss League einen Umweg nehmen musste nach dem Stadionumbau. Und eigentlich ganz ähnlich wie Rapperswil in dieser Saison, sehr souverän war, dominant war in der Liga. Und am Ende dann eben die Rapperswiler relativ locker, zumindest durch Schienes, in die Swiss League befördert. Langer unterdessen wieder gefestigt in der National League. Etwas, was die Rapperswiler gerne auch würden. Und wie damals bei Langnau scheint es auch bei Rapperswil eben zu sein, dass der Umweg über die Swiss League nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, um sich konsolidieren zu können, wieder einen Rang zu finden. Natürlich kann das Kloten ein bisschen Mut machen, aber es ist nicht jedes Team gleich wie das andere, logischerweise. Die Kloten hat man schon auch Angst nach 56 Jahren, dass hier dann der komplette Elan fehlt, dass gar nichts mehr gehen würde. Dass man keine Ahnung hat, ob es überhaupt einen Plan B geben würde. Das war in Rapperswil auch nicht unbedingt der Fall, in Langnau schon eher. Und wenn ich hier diese paar Szenarien und netten Geschichten erzählt habe,
ist auf dem Eis eigentlich vergleichsweise wenig passiert. Das zeigt ein wenig eben auch die Richtung. Es plätschert vor sich hin, aber vielleicht Hollenstein hier mit einem listigen Versuch, die Scheibe einfach mal vors Tor zu tragen. Kommt aber nicht durch. Morin. Dann Lars frei. Noch einmal frei. Kommt da ebenfalls nicht durch. Mason. Sattaric. Und Prampl. Neising, da war Spencer Abbott ein bisschen langsamer als sein Gegner. Bisher brillierte auch nicht unbedingt Ramholt und Hügli, die da zusammenprallen. Schmuckli, Lindemann. Egli. Iglesias. Schmuckli. Dann Profico. Rizzello. Wettli. Kein Durchkommen hier. Da Leone. Rückwärts rein, da war Bader bereits in der Zone drin, deswegen kommt der Pfiff. Patrick Obrist, hier die Nummer 13, hat in dieser Serie phasenweise zumindest wieder angedeutet, was er könnte. Eben, dass er auch das Tor treffen kann, beispielsweise. Immerhin 2 Tore, 1 Assist in 6 Spielen. Heute noch ohne irgendwelchen Erfolg. Hier beinahe wieder Lars Frey, der einen Abpraller verwerten könnte. Iglesias. Und Hilfler, der hier die Scheibe kontrolliert. Es fehlen die Ideen irgendwie bei Kloten, hier wirklich noch einmal gefährlich werden zu können. Wir haben bereits die 47. Minute. Wenn hier verkündet wird, dass 7.624 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion anwesend sind, das heißt ausverkauft. Ausverkauft zum zweiten Mal in Serie. Praplan, aber dann ein Block hier von Geier. Geller. Mit dem nächsten Abschlussversuch. Schön gemacht von Geller. Dann noch etwas zu weit auf der Seite hier gewesen. Abgedrängt worden auch ein bisschen.
Stammholz. Josh Primo. Oh, naja, das war jetzt aber gar nichts. So leichtsinnig darf man dann aus Rapperswiler Sicht auch nicht werden. Es ist noch nicht gegessen. Was hier zwar angerichtet ist, aber noch nicht gegessen. Gibt es irgendwo bei Kloten noch einer, der die Initialzündung geben kann? Der ein Überraschungsmoment gut ist. Rapperswil bleibt abgeklärt. Kann er hier irgendwo noch einen Input geben? Aber eigentlich müssen die Inputs jetzt von den Spielern kommen. Selber etwas kreieren ist gar nicht so einfach, weil eben die Defensive der Rapperswiler gut steht. Es müsste etwas gemeinsam kreiert werden. Und da ist dann die Frage eben, ziehen immer noch alle am selben Strick. INS, der Hollenstein von der Scheibe befreit. Hollenstein, der hier nicht wirklich wegkommt. Back. Dann Hollenstein. Aber das war zu offensichtlich, dass er hier angespielt werden soll. Deswegen auch relativ einfach zu verteidigen. Iglesias, Iglesias. An den Stock von Bramplo. Morin. Morin, immer noch Jeremy Morin. Dann überlässt er hier Iglesias. Iglesias Richtung Tor. Kein Problem für Bolzhauser. Freistand auch noch vor dem Tor. Und Bolzhauser, der sich mal wieder ärgert, aber hier über den Gegner, der ihm etwas zu nahe kam, seiner Meinung nach. Iglesias mit dem Abschluss. Dann Schmuck wieder hier von Hollenstein mitunter ins Tor geschubst wird. Geier. Dann hier Top-Chance. Die Scheibe kommt da vor dem Tor zu liegen. Und Mason. Kann hier nicht davon profitieren. Zum Glück für die Kloten. Aber in diesem Moment die Rappers wieder näher dem 2:0 als die Klotener dem 1:1. Salinen. Dann Beckmann. Salinen. Tommy Salinen, Salinen! So kommt jetzt hier noch einmal Salinen! 1:1 Ausgleich! Einer hat sich ein Herz gefasst, Tommy Salinen, der Finne, hat nachgesetzt, nachgesetzt und dann geschossen. Hier noch einmal Mason. Bring ihn nicht weg. Salinen, Becker, komm nicht durch. Immer noch Salinen. Noch einmal Salinen, dann ist da die Sicht nie von etwas genommen. Aber Mason kann ihn da nicht von der Schleife entledigen. Und aus der Drehung heraus erwischt es Niffeler, der kurz nicht wusste, wann die Scheibe kommen würde. Unglücklich sieht er da logischerweise aus. Aber eben vielleicht ist genau dieser kleine Input. Vorne Mason und somit er, die tragische Figur im Moment, verpasst das 2:0 und quasi im Gegenstoß dann Mason, der Salin nicht daran hindern kann, dass Kloten das Spiel ausgleichen kann. Und plötzlich ist das Klotener Publikum wieder lautstark da.
Dreht jetzt die Partie oder setzt Rapperswil da einfach wieder nach? Reaktion von Röteli. Kurz zusammengezuckt, als ob ihn jemand erschrocken hätte, aber sonst keine Regung. Na klar, er weiß auch, entschieden ist gar nichts. Das 1-1 hilft nur bedingt. Und plötzlich steht das komplette Stadion wieder. Rapperswil und Klotener machen hier einen Lärm, jeweils für ihr Team. Die ganze Spannung ist wieder da. Ich mag hier nicht von Vorteilen für ein Team sprechen, denn eigentlich war eben Rapperswil das näher beim 2-0 als Klotener beim 1-1. Deswegen sehe ich auch weiterhin weder für das eine noch das andere Team jetzt bei diesem Spielstand einen Vorteil. Es ist ein Nervenspiel. Mein wenig so zu erwarten, ehrlich gesagt. Und so ist es jetzt auch gekommen. Der nächste Fehler kann entscheiden über die Ligazugehörigkeit für die kommende Saison. Beckmann. Bonson. In die Mitte zu Traxler. Rizzello. Spencer Abbott. Dann Traplan. Traplan hat das Platz hier vor dem Tor. Niffler kann verhindern. Einmal, zweimal. Und irgendwo liegt er dann auf der Scheibe. Die Rapperswil ausnahmsweise einmal nicht genug konsequent hier bei der Aufräumarbeit vor dem eigenen Tor. Aber die Nerven liegen schon beinahe blank. Wir schlagen auf Richtung Tor, da steht er völlig frei. Spence Abbott, das war heute bisher auch nie der Fall. Das ist das erste Mal, dass die Rapperswiler da dem Gegner so viel Platz lassen. Niffler hier wieder ganz sicher und ganz wichtig in seiner Arbeit. Es ist jetzt aber ein bisschen ein Aufschwung bei Kloten zu verspüren. Die Rapperswil müssen hier zuerst wieder selber den Rang finden jetzt. Irgendwelche Energien wurden da tatsächlich freigesetzt. Seine Klotenen, Biber. Hollenstein. Hollenstein. Und dann Profico. Kasut. Guter Abschluss auch hier. Aber Bonson kann hier von keinem Abpraller profitieren. Niffler ganz sicher. Jeff Tomlinson bleibt einigermaßen ruhig. Die Anspannung ist ihm auch ins Gesicht geschrieben. Egli kann die Scheibe nicht im Drittel halten. Frei versucht sie zumindest ins gegnerische Drittel zu kommen. Schlagenhaus. Und dann Melvin Niffler. Roman Schlagenhaus.
versucht ihn hier zu bezwingen. Das funktioniert allerdings nicht. Wir sehen hier die Anzahl Schüsse, 28-26, immer noch zugunsten von Rapperswil, aber im Vergleich zum ersten Drittel 16-4. Da ist deutlich zu sehen, dass der Klot massiv aufgeholt hat und eben vielleicht Rapperswil etwas weniger gearbeitet hatte. Lange war es auch gar nicht nötig, mehr zu tun. Hügli. Die Scheibe liegt da frei. Hollenstein übernimmt. Kein Durchkommen für Dennis Hollenstein. Hollenstein im Trash-Talk-Modus mit Fabian Mayer. Die Gesichter bei den Rapperswilern eher wieder etwas konsternierter natürlich im Moment. Klotner versuchen jetzt hier auch die Mittelzone zu schließen. Also das heißt, dass die Rapperswiler mit einem weiten Pass diese überrücken müssen. Und das funktioniert hier schon mal nicht, deswegen ein unerlaubter Befreiungsschlag. Kellenberger. Geier. Ness. Offside. Da war er schon in der Zone drin, ehe die Scheibe im Drittel war. Martin Ness. Denn Liga-Qualifikation, zumindest mit der Vordauer der Liga-Qualifikation auch etwas von seinem Gesamtbild verloren hat. 2 Punkte konnte sich gut schreiben lassen. Der 1,90 und 95 Kilo schwere Martinez, der insbesondere in den Playoffs ein sehr wichtiger Faktor war im Spiel der Rapperswiler. Frei auf Morin. Wird Morin dann arg bedrängt. Knelsen verhindert dabei den schnellen Gegenstoß.
Kallenberg im Endes Platz. Steve Kallenberg auf das Tor und dann übers Tor durch Vincent Praplon in bester Abschlussposition. Dann Spencer Abbott. Geblockt von Iglesias. Zurückgelegt, Back neben das Tor. Dann Hügli. Aus dem Drittel raus mit der Scheibe. Wir sind definitiv in der Schlussphase dieser Partie, dieser 60 Minuten. Und es ist da kaum mehr jemand im Stadion. Die Anspannung ist richtig gehend zu spüren. Dafür muss man kein Medium sein. Noch nicht Mike Schieber, Profiko. Rapperswil haben wieder etwas Selbstvertrauen gefunden. Die Pässe kommen wieder mal an. Vielleicht auch mal wieder eine Chance. Lindemann. Aber da ist etwas dazwischen. Dann Primo sucht Rizell oder Puck, kommt aber gar nicht erst so weit, weil da Eckli dazwischen steht. Der 19-jährige Verteidiger. Der Mann, der alles und immer alles im Griff zu haben scheint. Und auch heute wieder viel Eiszeit erhält. Handpass einer neutralen Zone, deswegen kommt es zu einem Bulli. 1:57 bleiben noch auf der Uhr in diesem dritten Drittel. Wir haben hier noch einmal die Top-Chance von Nastor Praplon gesehen. Zum 2:1. Cyril Gaia. Mosima. Eine Chance dafür Hollenstein mit einer Bogenlampe Richtung Bieber. Größte Scheibe, Kampf und Krampf hier der Bande entlang. Geier. Geier. Profiko. Abschluss und dann Bolzhauser hier, der die Scheibe festhält. Fabian Mayer, der sich auch zum scorenden Verteidiger in diesen Playoffs richtig gehen entwickelt hat. 4 Punkte hat er in der Liga-Qualifikation gesammelt. Der Mann, der sonst eigentlich hier für defensive Aufgaben bekannt ist und auch war. In der ganzen Qualifikation 8 Punkte geholt, in den Playoffs ein einziges Tor und jetzt in 6 Spielen ein Tor, 3 Assists und außerdem auch immer wieder unter anderem Dennis Hollenstein zur Verzweiflung gebracht. Die letzte Minute im dritten Drittel läuft. Ness. Hintenrum, da steht aber kein Kollege, sondern nur Eggli. Und wieder geht die Scheibe auf die andere Seite rum. Morin mit einem Energieanfall. Jeremy Morin, aber das ist dann zu viel des Guten. Kellenberger lässt sich da nicht so einfach übertölpeln. 20 Sekunden noch. Jonk Nelson. Vielleicht er. Passversuch auf Iglesias. 10 Sekunden noch. Schmuckli.
Mal zumindest halbwegs Richtung Torbolzhauser, muss noch einmal eingreifen. Das war nicht so einfach, wie es aussah. 5 Sekunden vor Ende des dritten Drittels. Ach du meine Güte. Freie Sicht, aber naja, einigermaßen, da stehen 4 Spieler vor seinen Augen. Ein Nervenpuck, richtig gehend. Das war zum dritten Drittel. Ach ja, wir sind ja in Kloten, da mögen Sie Verlängerung. Und zum dritten Mal in Serie, in dieser Serie, in Kloten logischerweise, kommt es zu einer Verlängerung. Die erste nach 103 Minuten, die zweite nach 68 Minuten entschieden. Wann wird die dritte Verlängerung? Also, wenn man hier einen Krimi schreiben möchte oder geschrieben hätte, das wäre nicht besser planbar gewesen. Es gibt nicht mehr Dramaturgie als das. Verlängerung. Die Verlängerung entscheidet über Ligazugehörigkeit, entscheidet über das Ende dieser Saison. Dramatik pur. Runterfahren, Energie sammeln und dann noch einmal Vollgas in dieser Verlängerung. Alles ausgeglichen, einigermaßen außer die geblockten Schüsse und vor allem eben die Anzahl Tore. 1:1. Dranbleiben. Egal, wann Sie morgen aufstehen müssen. Jetzt ist der falsche Moment, sich auszuklinken. Bis gleich. Drama, Baby, Drama. So ist das ganz kurz zu umschreiben, was im Moment hier uns bevorsteht in der ersten Verlängerung des Spiels 7. Ich habe es gesagt, zum dritten Mal in Serie in Kloten kommt es zu einer Verlängerung. Zweimal eben war Kloten der Sieger, also zweimal hintereinander in diesen Heimspielen. Schaffen sie das dritte Mal, aller gute Dinge sind ja meistens 3, dann wäre das der Liga-Halt. Oder kann hier Rapperswil ein Schnippchen schlagen und somit selber dafür sorgen, sich in die National League zu hieven. Mehr Dramatik, das geht definitiv nicht mehr. Der nächste Fehler könnte entscheidend sein. Eines ist klar, das nächste Tor beendet die Saison und gleichzeitig auch gewisse Träume. Ab geht's in die Verlängerung, die Scheibe ist im Spiel. Und Rapperswil versucht sogleich hier in die Offensive zu gehen. Murray mit einem ersten Versuch. Der Abpraller landet beinahe bei Jon Knelsen. Ja, die Trainer mussten da wohl nicht allzu viel sagen, vielleicht noch einmal erwähnen. Hey, egal wie müde ihr seid, egal wie viel Energie ihr noch habt, gebt alles. Jetzt 2-1, Hollenstein sieht nicht, dass Salinen da mitläuft, versucht es alleine und scheitert an Niefler. Aber das war schon ein erster Fehler, jetzt bei Rapperswil. Der hätte ins Auge gehen können. Brablon. Dann Egli. Egli. Kommt da nicht vor das Tor. Egli. Gähler dazwischen. Noch einmal. Egli. Braplon. Braplon mit dem Abschluss. Viel Verkehr vor Melvin Niffel, aber kein Durchkommen für die Scheibe. Dann Ness. Und wieder Egli. Iglesias kann die Scheibe hier abfangen in der neutralen Zone. Und dann ein Abseits und somit ein nächster Unterbruch. Die Anspannung ist auch im Stadion richtig gehend spürbar. Es ist schon zu Beginn des Spiels so gewesen, aber so extrem jetzt war es noch nie. Und ein schwaches Herz hat für den mir jetzt ja schon beinahe kritisch aus gesundheitlicher Sicht. Denn das hier zu ertragen ist nicht ganz einfach aus Sicht der beiden Fanlager. Mason spielt die Scheibe hier tief. Mosimann, dann Hügli.
Mason schneller hier als Traxler. Schlagenhauf. Klotner da wieder im Drittel drin, ohne entscheidend wirken zu können. Der Schuss dann irgendwo abgelenkt und deswegen landet er im Fangnetz hinter Melvin Niffler. Also Praplan, der hier versucht, noch einmal dem ganzen Stempel aufzudrücken. Ja, war das jetzt Beten oder war das irgendwelche Telepathie, die er anzuwenden versuchte, um Einfluss auf die Spieler zu nehmen? Hier gerade zu sehen, da habe ich eben den Wink gehalten, dass Salim da rausgeeilt sei und deswegen jetzt Obrist da in dieser Linie mit Bieber und Hollenstein. Was genau bei Salinen das Problem ist, ob es nur etwas Materielles ist oder ob es ihm nicht gut geht oder er sich sogar verletzt hat, das ist im Moment nicht zu eruieren. Ein anderer Finne, der sitzt oben im Presseraum im Abgedunkelten und ist vermutlich nervig auch ziemlich am Ende. Tommi Santala, der Mann, der mit Knieproblemen heute fehlt. Hier kommt nicht durch, Schmuckl übernimmt. Und Iglesias lässt Abada ins Leere laufen. Morin, Nelson, kein Durchkommen da in der Mitte. Morin findet Lars frei. Haxler. Dann Knelsen. Überall Stöcke, die Klotner dann mit der Angriffsmöglichkeit. Spencer Abbott. Dann hat er hier Mosiman etwas Platz. Allerdings keine Anspielstation. Hügli. Sataric kann die Scheibe nicht im Drittel halten. Meier. Dann ein unerlaubter Befreiungsschlag, deswegen erklingt hier der Pfiff. Und wieder einmal steht das Stadion auf. Klotner und Rapperswiler, beinahe alle stehen. Bieber sucht hier Hollenstein, Salinen wieder auf dem Eis. Dürfte also ein Materialproblem gewesen sein, weswegen er hier herauseilte, hinauseilte logischerweise. Deswegen vorher den letzten Shift also aussetzen musste. Hier beinahe ein Ablenker Richtung Niffler. Bieber, dann Bonson, Abschluss, Salinen. Das tut etwas zu kompliziert jetzt die Rapperswiler. Das muss alles etwas schneller gehen.
wenn man sich hier aus der eigenen Zone befreien möchte. Lindemann. Primo. Und dann hier wird er ins Tor gedrängt. Deswegen löst sich das Tor aus der Verankerung. Und ein Bulli gibt es dann in der neutralen Zone. Josh Primo, ja natürlich, der hat da schon gewisse physische Komponenten, die ein Tor so aus den Angeln heben können. Und wenn er noch zusätzlich da reingedrängt wird, in diesem Fall von Schlagenhauf, dann erst rechts. Ja, jetzt ist er wieder gefragt, Input zu geben, irgendwie die letzten Energiereserven anzuzapfen, um hier noch das entscheidende Tor zu erzielen. Danach ist die Saison vorbei. Aber das ist einfach gesagt als getan, wenn nachdem der Körper nicht mehr so will, wie man selbst möchte. Hollenstein wieder mit etwas Platz. Hollenstein aus dieser Position hat auch schon Tore erzielt. Und den Ifeler, der alles dicht macht. Natürlich würde sich gern Dennis Hollenstein mit einem Heldentor aus Kloten verabschieden aus seiner Heimat. Das wäre nämlich auch eine Geschichte. Es gäbe so viele Geschichten, die geschrieben werden könnten mit diesem letzten Tor. Aber nur ein Teil davon wird dann auch wirklich geschrieben. Manche wären dann eher Nebengeräusche, die dann vielleicht gar nicht mehr so interessant als Geschichten wären. Aber andere kann man dann ganz groß natürlich irgendwo niederschreiben und werden noch lange in Erinnerung bleiben. Oder immer wieder in Erinnerung gerufen. Bonson. Bonson, aber abgeblockt, dieser Schuss. Schmuckling. Dann Iglesias. Kellenberger. Mosimann. Kellenberger. Scheibe da hoch hinaus. Das ist dann ein unerlaubter Befreiungsschlag auf der anderen Seite. Ja, auch er hier würde sich natürlich gerne mit einem Tor aus Kloten verabschieden. Vincent Praplon hat diesem Verein auch sehr viel zu verdanken. Seine Ausbildung hat er hier genossen. Auch wenn er am Ende nicht ganz vom Beginn weg hier natürlich in Kloten mit von der Partie war. Also Praplon, ein Sierra Junior, der aber dann früh eben bei Kloten war, auch noch in der OHL in Nordamerika, in der Juniorenliga. Die ärgert sich Traxler, dass er weggeschickt wird. Praplon muss an seine Stelle übernehmen. Mason zurückgelegt und dann Brehm, ein Hübli natürlich mit einem herrlichen Abschluss. Back. Aplon. Wird von Meyer da in die Bande gedrängt. Alles okay. Egli. Sucht hier die Mitte, nein, das ist der Pfosten! Und bei Hüdifler kann die Scheibe hier unter sich begraben. Das war ein Zentimeter zum Ligahalt. Sie schauen sich das noch einmal an, aber ich bin überzeugt, dass die Scheibe nicht im Tor war. Hier Praplon zu Egli. Und da bleibt sie dann am Pfosten hängen. Niefeler ist dran, das war entscheidend, dass die Scheibe nicht ins Tor kullt, aber ein Ablenker. Ja, hinter dem Schoner dann prallt sie ab
Richtung Pfosten. Ganz klar, kein Tor. Hier noch einmal Pramplow findet den Stock von Egli, der sich hier an Meier vorbeischleicht. Und dann bleibt die Scheibe am Pfosten kleben. Und das Spiel geht einfach weiter. Trotzdem spiegelt es im Moment die Spielanteile. Kloten hat mehr Spielanteile bisher in dieser Verlängerung. Rappesiel zuletzt wieder etwas stärker zwar geworden, aber sie kommen hier immer wieder arg im Bedrängnis. Ein gefährlicher Schuss gab es bisher einzig von Rappesiel, der von Hügli nach dem Bulli. Ansonsten wenig zu sehen. Fehlt es an der Energie oder an was? Bieber sucht hier den Pass, dann auf die andere Seite. Profico, 2 gegen 1. Dann Kassut auf der anderen Seite. Profico läuft mit Kassut. Zu kommen hier Kassut trotzdem mit dem Abschluss. Der Bolzhauser, aber die Klotner können die Scheibe wegtragen, weil kein Rappes wieder da vor dem Tor nachsetzen kann. Ach, der heilige Wahnsinn geht weiter. Jetzt auf der anderen Seite. Kaum habe ich es gesagt. Schmuckli mit einem Abschluss knapp neben das Tor. Schon kommen die Rappes wieder plötzlich mit Chancen. Die Adler fliegen wieder. So wie es Röterli beschreiben würde. Aber das gefällt ihm im Moment ganz bestimmt nicht. Lindemann. Eine Scheibe hier kurze Zeit blockiert. Rizzello auch, ein alter Haudegen, der versucht hier irgendwelche Sachen zu machen, um eben diesem Tor ein bisschen näher zu kommen. Jetzt wieder die Klote mit Ramholz. Aber das ist ein unerlaubter Befreiungsschlag. Ja, Haare raufen, ein paar werden grauer, ein paar verliert er vermutlich auch durch dieses Spiel. Und hier noch einmal die Chance durch die Rappe, viele Kassut zuerst. Dann kommt die Scheibe noch einmal vors Tor. Und dann zum Glück für die Klotener, zum Pech für die Rappe, wieder stehen da nur Klotener, die befreien können. Ramol kann übernehmen. Wichtig gewesen, dieses Spiel zu gewinnen, damit die Klotener jetzt wechseln gehen können. Knelsen. Morin. Und das war dann ein Abseits, weil Morin bereits in der Zone drin stand, ehe die Scheibe die blaue Linie überquert hatte. Jeremy Morin heute immer wieder mal zwischendurch auffällig, aber nicht ganz so wie noch in der vergangenen Partie, als eben auch mitentscheidend war für diesen Sieg zu Hause. Nelson. Dann Zatarić. Nelson! Mit dem nächsten guten Abschluss für die Rapperswiler. Da habe ich sie schon beinahe tot geredet und dann folgen hier Chancen im Halbminutentakt. Zatarić. Wieder Phoenix aus der Asche. Aber wieder einmal Klote mit Hollenstein, der bleibt dann aber hängen. Mosimann, Knelsen. Am Tor vorbei und drüber. Geier, dann Gähle. Gähle mit einem Abschluss in die Beine von Hollenstein, der hier jetzt auch Schüsse blockt, logischerweise. Alles auch daran setzt, dass hier nicht ein Gegentor fällt. Mason. Dann Mosimann. Mosimann. Mason. Und Hollenstein jagt hier Gähler. Profico gegen Beckmann. Kann die Scheibe behaupten. Profico. Van Ness.
Obrist sucht ihr Bader. Gassut. Borsing, Gassut. Richtung Tour. Bolzhausen kann die Scheibe nicht kontrollieren. Ness. Da Bolzhausen nicht bei der Scheibe. Die Scheibe liegt immer noch frei. Aber die Klotener können den Puck hier raushauen. Bolzhausen ohne Stock. Bader bringt ihn zurück. Ness. Dann hier ein harter Check, aber nicht deswegen wurde gepfiffen. Da wurde Bader erwischt. Wenn wir hier noch einmal die Chance sehen. Schön hier im Liegen. Rückwärts. Was für eine Aktion auch vom Rapperswiler. Dann Bolzhausen mit gewissen Problemen. Ja, wie soll ich noch sitzen? Wie soll ich mich hier irgendwie noch einigermaßen anständig verhalten? Das ist ja nicht zum Aushalten, so der Gesichtsausdruck zu interpretieren von diesem Herrn. Primo versucht hier vors Tor zu spielen, dann ab auf die andere Seite mit Schlagenhauf. Dann Praplon. Scheibe wieder bei den Rappers hier. Primo. Im Moment vor allem die Rappers wieder die Stimmung machen. Die Anspannung ist sehr groß bei den Kloten-Fans nach den letzten paar Minuten. Aber Kloten mit einem nächsten Angriffsversuch. Salinen. Leone. Dann wird hier Knells noch von Leone erwischt. Viel Platz. Salinen mit viel Platz, immer noch Salinen und Niffeler, der hier die Scheibe festhalten kann. Eine Top-Chance, da waren die Klotener kurz viel Platz hier. Die Rapperswiler waren kurz nicht geordnet in der eigenen Zone, weil da eine gecheckt wurde. Hier Salinen mit dem Abschluss. Geller. Dann der Versuch hier durchzulaufen. Geier. Lars frei. Frei. Kommt er nicht durch. Die Scheibe wieder in der neutralen Zone. Dann Geller. Mason. Und dann kommt hier der Pfiff. Offside. Die Rapperswiler beschweren sich, weil sie hier eine gute Chance sahen und sich jetzt diese beraubt sehen. Lukas Stob will da die Kamera nicht in der Nähe haben. Das zeigt auch gewissermaßen natürlich die Nervosität und die Anspannung. Verständlich. Mehr als verständlich. Iglesias. Schlagenhauf klaut hier die Scheibe. Aber der Puck kommt hier nicht bis vors Tor zu einem Mitspieler. Dann Hügli auf der anderen Seite. Hügli, Hügli ums Tor herum. Keine Anspielstation. Ramplon und Kellenberger. Kellenberger. Gassut. Dann hier Profikon ins Tor. Mason. Heinrich Meier war das. Eckli kann übernehmen. Lanciert hier Hollenstein mit etwas Platz. Salin läuft hier mit. Links auch noch.
ist Bieber dabei, aber der Pass kommt gar nicht erst dort an. Aber auf die andere Seite mit Kasut. Kasut. Geier. Und Salinen für Klub. Wir kommen schon langsam wieder in die Schlussphase dieser ersten Verlängerung. 4 Minuten 30 bleiben auf der Uhr. Scheibe kann nicht kontrolliert werden an der blauen Linie, aber auch kein Icing. Lindemann. Abstoßversuch aus spitzestem Winkel hier durch Team Bonson. Dann Lars Frey. Kurz einmal eine Drehung um die blaue Linie und schon ist das Offside aufgehoben. Geller kann hier übernehmen an der blauen Linie. Geller will hier reinziehen. Etwas zu gefährlich, aber kann hier auch den Puck noch einmal wegspielen, damit Schlagenhauf nicht auf und davon laufen kann. Geller. Morin dann im Abseits, deswegen kommt der nächste Pfiff. Lars Frey, der bisher einzige Torschütze für die Rapperswil am heutigen Abend in seinem erst zweiten Einsatz in diesen gesamten Playoffs überhaupt. Am 23. Januar hatte er davor seinen letzten Einsatz für Rapperswil gegen Piasca. Und dazwischen immer wieder in der MySports League bei Dübendorf, wurde mit Dübendorf auch dort Meister in der MySports League. Also einen Titel konnte er sich bereits holen. Jetzt hat er viel Platz hier für Hügli. Schöner Pass, ist das die Entscheidung. Bei Rapperswil komplette Trauer bei Kloten. 56 Jahre National League bzw. Nationalliga A, National League A. Einfach so Geschichte. Josh Pimot schreit hier seine Freude heraus. Melvin Niffler völlig am Ende und auch Luca Bolzhaus auf der anderen Seite. Sie wollen das Tor noch einmal ansehen, ob es ein Offside war? Nein, das war kein Offside, mit Abstand nicht. Natürlich die letzte Möglichkeit für Röthel, hier irgendwie noch was ändern zu können. Wunderbar gemacht auch von Hügli hier, wie er seinen Mitspieler sah. Und alles ein gutes Tor. Wird noch einmal angezeigt. Die Rapperswiler können noch einmal jubeln. Die Fans hier stürmen bereits teilweise das Feld. Matthias Bieber kann es nicht glauben, was hier gerade passiert ist. Wir haben hier Melvin Ifel, einer der Bausteine bei Lars Ney. Bitte Lars, wenn er dann dazu kommt. Thank you.
Also das erste Interview bereits durch Melvin Ifler. Sicher einer der größten, wichtigsten Bausteine, der sich selber auch enorm entwickelt hat. Und wir sehen hier noch einmal die Entscheidung. Hügli sieht das Tor vor sich, aber der optimale Pass auf Mosimann, seinem co-genialen Sturmpartner. Und ja, Mosimann macht hier alles klar. Erzielt das entscheidende Tor zum Aufstieg nach 3 Jahren Absenz. Und ich sehe, dass Chef Tomlinson bei Lars Ney steht. Der Aufstiegstrainer. Bitte schön, Lars. Feierlichkeiten auf der einen Seite, große Trauer auf der anderen Seite. Hier und da bei Team Bonsa hat seinen Vertrag noch unlängst verlängert. Eben, aber natürlich in der Hoffnung, in National League zu bleiben. Und man sieht es ihm ins Gesicht geschrieben. Dem Sohn der Eishockey-Legende, der französischen Hockey-Legende, Philippe Bonson. Ja, im Moment ist ein weißes Papier vor den Klotenen. Sie wissen nicht, wer nächste Saison bei ihnen spielen wird. Und natürlich eine riesige Enttäuschung. Dominik Eggli, einer, der eine sehr gute Saison hinter sich hatte, der 19-Jährige. Alles dahin. Wo geht es mit ihm hin? Muss er am Ende sogar beinahe mit in die Swiss League, weil er keine Alternative hat am Ende. Er hier wird noch zum besten Spieler geehrt. Hilft ihm auch wenig. Natürlich, er verlässt den Verein so oder so, aber das macht keinen Spaß so. Das ist sein Verein. Sein Vater ist hier auch ein Teil davon. Und das zeigt es ziemlich klar, wie bitter das bei Kloten ist. Tag 0 ein bisschen, natürlich jetzt Handshake auf beiden Seiten. Und wie erwähnt, diverse Spieler verlassen den Verein. Bolzhauser, Beckmann, Stob, von Gunten ist ja eh schon zurückgetreten. Pargay, Grassi, Bramplon, Bibel, Leone, Hollenstein. Offen sind Saikon, Bula, Back, Abbott, Santala, Salin, Steiger, Lem. Also die wären ohnehin offen gewesen. Nur was passiert jetzt mit einem Helbling, Steiner, Jäcker? Die haben bereits erwähnt, die werden nicht in die Swiss League mitgehen. Die werden sich einen anderen Verein suchen. Jäcker hat anscheinend die Option in Biel. Ein anderer Spieler von Thurgau, Jeffy Füblisse von Langenthal. Ob die hier mit nach Kloten gehen? Offen. Und dann natürlich auch die, die Teil sind. Er hier konnte es nicht abwenden. André Röteli hat einiges versucht, aber am Ende wollte es nicht klappen. Ja, was passiert mit Ramholz, Eggli, Weber, Harlacher, Schlagenhoff, Obis, Kellenberg und so weiter, die noch einen Vertrag gehabt hätten. Manchen dürfte jetzt auch die National League Saison Karriere, nicht nur die Saison, die Karriere zu Ende sein. Und hier, die können die Saison planen. Diverse Spieler haben auch einen Vertrag in der National League. Bei Rapperswil, auch da wird noch einiges in den nächsten Tagen sicher klarer, wer das sein wird und wer nicht. Ja, man wird gespannt im Sommer schauen, wie es mit Kloten weitergeht. Wird hier Hans-Ulrich Lehmann, der Präsident, vielleicht hören wir das später dann noch. Das Intu ist auf jeden Fall angemeldet. Erwähnen, ob es jetzt einen Plan B gibt, beziehungsweise ob man den jetzt ausarbeitet in den nächsten Tagen. Oder ob das auch noch nicht klar ist, ob es überhaupt irgendwie weitergehen wird. Auf jeden Fall zuerst natürlich jetzt die große Enttäuschung auch für die ganzen Junioren, die ihre Verträge verlängert haben. Nehmen wir einen Thierry Bader beispielsweise, ein Marco Lehmann, ein Patrick Zahner, Adrian Wettli, Jan Derungs. Um solche Spiele eben sollte man eigentlich ein neues Team eigentlich machen oder stellen. Matthias Bieber, einer der enttäuschten Verlierer jetzt bei Lars Ney.
Die Klobner wollten sich bereits klammheimlich verabschieden. Und Dennis Hollenstein, unter anderem ab Thierry Bader, war dazu vor, dass der dann die Spieler dazu beorderte, hier sich bei den Fans zu verabschieden. Das wird ganz, ganz bitter, weil die natürlich alle enorm, natürlich aggressiv und enttäuscht sind über ihr Team. Trotzdem verabschieden sie sich, wie es sich eben auch gehört, auch wenn das ein bisschen Zusatzmotivation vom Captain und Co. benötigte. Das war es von meiner Seite. Das war es im Moment auch zumindest für einen Teil der Saison. Am Freitag geht es dann noch weiter. Jetzt unbedingt dranbleiben. Es geht noch um die Analysen, um Einschätzungen im Studio bei Steffi und Co. Bitteschön, Dankeschön und auf Wiedersehen. Servus, Baba.